Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute gibt es mal wieder einen Haul. Und zwar einen Herbst-Haul von Aldi Süd bzw. ein Halloween-Haul, weil ich für Snackboards einkaufen war. Ich brauche immer so, also Snackboards, wenn ihr das nicht kennt, folgt mir gerne bei Instagram. Auch da heiße ich Testy Tasty, freue ich mich sehr, wenn ihr mal rüberschaut. Ist was ganz Besonderes, was eher so aus den USA rüberkam, rübergeschwappt ist so in den letzten ein, zwei Jahren, wenn überhaupt schon. Ich glaube, viele kennen es tatsächlich noch gar nicht. Und zwar sind das so Foodboards halt, also Cheeseboards oder sowas, kennt man vielleicht auch den Begriff, Charcuteria. Und ganz, ganz spannende Sachen. Guckt auf jeden Fall rein bei Instagram, da habe ich schon ein paar drin. Und ich wollte auf jeden Fall jetzt noch zwei machen, denn wir haben am Sonntag Kürbisschnitzen mit ein paar Freundinnen und den Kindern. Und an Halloween feiern wir ja immer Yannicks Geburtstag, der hat immer einen Halloween-Geburtstag. Und auch da wollte ich so ein riesengroßes Snackboard machen für alle Leute, weil wir sind so 25 Freunde und deswegen haben wir gesagt, so komm, ein bisschen was zum Snacken, wenn wir was trinken wollen und aber auch noch ein bisschen was Warmes dazu, passt das ganz gut. Deswegen habe ich jetzt schon mal so ein bisschen eingekauft und zeige euch das alles, was es so bei Aldi Süd gab. Natürlich wollte ich das so ein bisschen Halloween-themed machen. So super viele Sachen gibt es aber tatsächlich gar nicht. Also man sieht ja immer voll viel so aus Amerika und so, dass da mega, mega viel ist mit Geistern und Fledermäusen, was weiß ich. Und bei uns in Deutschland gibt es einfach wenig, leider Gottes, aber das wenige, was es gibt, habe ich versucht zu finden. Und dann legen wir mal los. Und zwar gab es zwei verschiedene Geisterpackungen. Hier, die kennt man vielleicht auch schon. Das ist jetzt gar nicht so für Halloween, sondern gibt es dann immer als Geister. Und dann hier aber auch nochmal diese kleine Packung. Ich wollte für jetzt nämlich ein kleines Board machen, wenn wir mit ein paar Freundinnen jetzt am Sonntag schnitzen. Und dann für Halloween natürlich ein ganz großes, wenn wir viele Leute sind. Hier war der Yannick gerade schon dran. Und zwar wollte ich diese Augen, brauchte ich für Halloween. Geil, jetzt sind da noch genau 5 Stück drin. Könnte kotzen, ich sage euch. Der mag die. Ich finde die richtig eklig, aber die sehen halt immer irgendwie geil aus, so auf so Boards, ne? Na gut, muss ich auf jeden Fall nochmal los. Dann einfach so ein bisschen was. Ich habe geguckt, dass ich was Oranges finde, so in Herbstfarben, rötlich, orange. Da hatten die bei Aldi so Grapefruitbänder und zwar so saure. Die mag ich sehr. Die werden auch mit da drauf. Also es wird wirklich süß-salzig gemischt alles. Genau, alles, was man eigentlich findet, kommt da drauf und im Endeffekt ist es dann voll die Geschmacksexplosion. Dunkle Trauben dürfen da nie drauf tun, weil halt auch immer viel Käse drauf ist. Finde ich, Trauben passen immer dazu. Das habe ich jetzt so mitgenommen, weil die hatten so Dinkelflakes. Die hole ich sonst immer bei DM, aber wenn die bei Aldi da sind, den wollte ich mir eigentlich jetzt gerade gönnen. Den mache ich mir jetzt auch auf, Leute. Jetzt ist der schon, obwohl der war gar nicht kalt, fällt mir gerade mal so ein. Ich liebe diese Schokodrinks von Aldi. Ich weiß nicht, ich erinnere mich irgendwie immer. Also ein bisschen an Kindheit oder so. Ich weiß nicht, gab es die früher in meiner Bude oder so. Lecker. Ich liebe die. Dann haben die so 1 € Halloween-Ständer. Also da sind so ganz viele so Kleinigkeiten drin. Muss ich natürlich auch noch ein bisschen was mitnehmen. So ein Netz und hier so eine riesen Spinne mit einem, so ein bisschen wie dieser Watte, ne? Die man so ziehen kann als Spinnennetz. Die dürfen auch nicht fehlen auf dem Snackboard. Man kann die zum Beispiel aufmachen, also schälen und kann dann oben irgendwie ein kleines grünes Basilikumblättchen reinstecken. Also das sieht aus wie ein Kürbis. Man kann die aber auch anmalen mit Edding zum Beispiel, die Schale, wie ein Halloween-Kürbis. Ganz, ganz viele Ideen. Bananen brauchte ich jetzt nur so und genauso auch hier Schokochips. Dann habe ich was gefunden, was geistermäßiges. Ich fand es echt teuer, weil da wirklich wenig drin ist. Was ist da drin? 120 Gramm. Ich glaube, die haben 3 € gekostet. Aber es sind halt Geister. Ich habe jetzt einfach versucht, ein bisschen was Besonderes rauszupicken, damit man irgendwie was hat. Die müssen auch immer drauf bei mir auf Snackboards. So Schokorosinen. Die hole ich immer für die Babys. Die Obstriegel. Upsala, da segelt alles. Und dann hatten die auch nochmal in grün. Das passt natürlich auch ganz gut zu Halloween. Und ich habe gedacht, dass ich vielleicht wie so einen Kürbis mache. Denn mein Snackboard, das ist also das ganz große, das ist halt riesig, so ein rundes. Und dann ist oben so ein Stängel. Und dann würde ich vielleicht die oben drauflegen, dass es so ein bisschen kürbismäßig aussieht, hatte ich mir überlegt. Dann Chutneys. Dürfen auch nie fehlen. Das ist so, ja, manche beschreiben es wie so eine herzhafte Marmelade, aber auch süß dabei. Man kann halt voll geil den Käse darin dippen und schmeckt einfach mega, mega lecker. So. Dann habe ich noch cremigen Camembert mitgenommen. Und zwar einfach nur, weil der orange war. Ich weiß noch gar nicht, was ich damit mache, ob ich den da drauf mache. Oder, und einfach hier noch einen grünen. Ich weiß gar nicht, wie der schmeckt, aber ich mache ihn einfach mal drauf. Und dann einen Orangen-Dip natürlich. Also das werde ich nicht schaffen, wenn ich das alles selber mache. Noch alles wirklich selber zu machen. Es kommt auch noch ein bisschen von meinem Crunch drauf. Dann
Crunch, also wenn ihr das nicht kennt, habe ich auch gestern zum Beispiel gepostet. Könnt ihr auch gerne bei Instagram mal schauen. Und zwar ist das was ganz Leichtes, ohne zu backen, backt man quasi. Wenn ihr wisst, was ich meine. Aber es sieht einfach geil aus. Dann hatten die so Halloween-Weingummis, die habe ich natürlich mitgenommen, weil die auch wieder schön so in Halloween-Farben waren, Herbstfarben. Dann einfach nur Joghurts für uns. Quark, boah, ich liebe diese Stracciatella-Quark-Creme, ne? Boah, richtig geil. Dann, was haben wir hier noch Schönes? Ach so, genau, damit wollte ich die Augen und den Mund vielleicht machen. Ich mir überlegt, weil das halt schwarz ist, so Lakritz sind das. Also wie so ein Halloween-Kürbis quasi. Und dann geht es auch schon weiter. Ich habe letztes Jahr bei meinem Snackboard, aber habe ich letztes Jahr überhaupt eins gemacht oder war das vorletztes Jahr? Letztes Jahr hatte ich ja diesen schweren Unfall, wenn ihr das mitbekommen habt. Ich überlege gerade, ob ich das vorher gemacht habe überhaupt oder ob das wirklich das Jahr davor war. Könnte auch sein. Auf jeden Fall habe ich da ein Snackboard gemacht mit so Blättchen, also so ein herbstliches Board eher, also nicht Richtung Halloween-Theme, sondern so ein bisschen einfach so herbstlich. Und da gab es so Blätter. Ich glaube, die kennt auch jeder. Das sind einfach so Gebäckblätter. Ich glaube, die haben unsere Omas schon gegessen. Aber ich habe die nirgendwo mehr gefunden. Ich war gestern schon bei Kaufland, wir waren bei Edeka, ich war bei Aldi jetzt. Aber ich finde diese Blätter nicht. Jetzt habe ich so ähnlich, also Schweineöhrchen, also so Blätterteigfächer mitgenommen. Aber weil die so ein bisschen blattähnlich aussahen. Bin ich nicht hundertprozentig mit zufrieden. Ihr kennt mich, ich bin Perfektionist. Aber es ist auf jeden Fall eine Alternative, falls ich nicht doch noch welche finden sollte. Und dann schwärmen ja alle von dieser Paulaner-Spezie. Und die gab es jetzt auch bei Aldi. Deswegen musste ich die jetzt einfach mal mitnehmen zum Probieren. Jetzt trinke ich natürlich Kakao, dann werde ich heute Abend mal eine Paulaner-Spezie trinken. Bin mal gespannt, ob die jetzt wirklich so viel besser schmeckt als Mezzo-Mix oder sonstiges. Ich bin gespannt. Noch mehr Kakao. schade, Nesquik haben die nicht in diesen Paketen. Eigentlich trinke ich lieber Nesquik, aber ich hasse das, alles so offene Päckchen zu haben. Das nervt mich einfach. Und genau, deswegen habe ich das mitgenommen. Bei uns ist im Moment immer so Kakao mit Sahne abends, ein bisschen auf der Couch, gemütlich. Oder wir halt immer unseren Pumpkin Spice Latte. Also im Moment geht Kakao hier sehr gut. So, dann habe ich noch, wie gesagt, man hat dann einfach nicht so viel Zeit zu backen, wenn man schon so Boards macht. Habe ich mir fertige Amerikaner mitgenommen und will die halt, will die einfach so ein bisschen Halloween-mäßig dekorieren mit Zuckerguss und so. Und oder vielleicht auch einfach nur Augen malen. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Auf jeden Fall muss ich die da nicht wenigstens noch backen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe schon genug Arbeit. Dann muss ich, kann ich die nur auftauen und quasi mit drauflegen. Mal gucken, was ich draus mache. Dann die letzten Pakete hier. Und zwar 3 Pakete Laugenstangen. Also erstmal lieben wir Laugenstangen sowieso. Aber was ich damit mache, sind Kastanien. Ich müsste die auch bei Instagram haben. Guckt einfach mal rein. Aber es geht auch ganz easy peasy. Ihr lasst die auftauen, macht die in kleine Bällchen, macht dann den Zucker drauf, schneidet die einmal so ein bisschen an. Beziehungsweise sind die ja auch oft schon angeschnitten. Und habt wie so Kastanien. Das ist total cool. Sieht einfach schön aus. Und jeder kann mal so ein bisschen snacken. Ja, und das war's. Mein kleiner Einkauf hier. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ihr konntet ein bisschen Inspiration mitnehmen. Und ich habe auch wieder ein Gewinnspiel laufen. Letztes Mal habe ich es vergessen. Beziehungsweise nicht geschafft, weil die Kinder so krank waren. Aber aktuell läuft ein Gewinnspiel und zwar wieder eins unserer Ratespiele. Das ist ja so, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwann habe ich das mal angefangen und jetzt ist das so voll der Trend geworden bei mir. Es macht einfach total viel Spaß mit euch. Also ihr quasi ratet meinen Einkauf, wie viel ich bezahlt habe. Wer es erraten hat oder am nächsten dran ist, bekommt halt einen Gewinn von mir geschickt. Eigentlich immer ganz cool. Also wenn ihr Lust habt mitzumachen, kommt gern rüber, schneid gern rüber zu Testy Tasty, also zu meinem Instagram-Kanal und macht gerne mit. Freue ich mich, euch da zu sehen. Tschüss ihr Lieben, eure Laura.